Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kirby Nightmare in Dreamland. Wir sind im O-Saft-Ozean angekommen und die Action geht gleich am Start schon los. Und wir haben ziemlich viele neu eingefärbte Gegner. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob die Stacheln auch eingefärbt sind. Wie hießen sie denn? Gordon? Nein, die hießen irgendwie anders. Wie mies ist das denn mit dem Wasser? Ja. Oh, ich kann ja aber wenigstens anspucken. Das ist cool. Aber der wird mich bestimmt gleich... Ja, genau das habe ich befürchtet. Ja, geht doch mal kaputt. Oh Gott, das ist doch... Nein! Ich brauche dringend... Nein! Wasser ist nicht gut für mich. Bam, 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 bam. Oh, dass ich das noch überlebt habe. Oh, meine Güte. Also im Wasserkämpfe ist keine schöne Angelegenheit. Meine Güte, ich mag das nicht. Im Wasser ist man so komplett hilflos. Und hoch. Oh. Und da kommt man durch. Oh toll, jetzt habe ich ein Leben bekommen, aber ich bin kurz davor, wieder eins zu verlieren. Na, das kann was werden. Und jetzt brauche ich bestimmt schon den Feuerball. Ich nehme den einfach mit. Ist mir jetzt egal. Hoffentlich trifft mich der Glutziffer nicht. Oh. Ich dachte jetzt schon fast. Die Pritze sind auch für immer eingesperrt. Toll. Ich gehe hier rein. Das ist gelohnt. Ich komme auf jeden Fall daran und ich komme an die Tomate. Das ist schon mal von Vorteil. Ah, danke sehr. Wie kriege ich denn das hier auf? Gar nicht. Aber das ist hier noch was drunter? Ne. Okay, lassen wir das. Ich schaue mal, ob hier noch ein Stein... Ne, eine Hammerfähigkeit brauche ich. Irgendwo ist. Ich hätte 100% den einen Stein da drauf schleudern können. Wetten? Wetten, ich hätte die Schleuder noch gebraucht dort hinten. Nein, oh, dann trifft mich dieser blöde Olle Heinz, nachdem ich hier total heldenhaft ausgewichen bin. Hey, ich habe mich getroffen. So, jetzt nehme ich mir noch das und gehe hier durch. So, und jetzt fehlt mir natürlich der Schalter. Naja, gut, das können wir ja nochmal machen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Klack. Patsch. Und bitte nochmal rein. So, ach, jetzt habe ich auch ein Schwert. Das könnte ja vielleicht vom Vorteil werden. Von wegen unter Wasser nutzbar und so. Bam, bam. Oh. Nein, nein, nein. Sei doch nicht so fies zu mir. Drei. Ja, jetzt springe ich lieber mal weg. Bam, bam. Oh, gut. Das lief ja schon mal bei Weitem besser. Ich glaube, es lag auch an dem Schwert. So, jetzt gehe ich da nochmal rein. In der Hoffnung, dass es klappt. Gut, so. Na, dann geh mal durch. So, den haben wir da. Ach, das gibt's noch gar kein Leben mehr für uns. Das ist ja nett. Gut, dann machen wir das eben ohne Leben. Wer braucht schon Leben? Wir können das halt auch einfach ohne. So, und hier rein. So, und jetzt würde es mich interessieren. Ja, kann man. Okay, gut, ich hätte es behalten sollen. Und da haben wir's. So, was haben wir bekommen? Museum. Oh, das könnte gut sein. So, vielleicht kriege ich noch ein Leben, wenn ich hier ins Zieltor springe. Ist ja eh gleich hier, glaube ich. Wenn ich mich richtig daran erinnere. Nee? Ach so, hier hinten erst. Nein! Nein! Gib mir die Fähigkeit. Ich will doch nur gucken, ob ich noch ein Leben kriege. Nein, nein! Okay, ich lasse es jetzt. Dann eben ohne... Nein, nein, nein! Pff, ohne Fähigkeit. Oh, das ist schon wieder so knapp. Und das Schwert nehme ich wieder. Okay, gut, dann hätten wir das wieder. Boah, das war wieder so knapp. Gegen Ende. So. Und nur eine 2. Na toll, dann hat sich die ganze Strapaze ja nicht mal gelohnt. Bing. Okay. Welt. Nee, Museum. Erst ins Museum. Was gibt's hier? Ja, frei. Gut. Ein Rad. Ach, ja. Besser als nichts ist es auf jeden Fall. Juhu. Yeah. So. Wir sind jetzt in. Ach ja, die Welten haben ja keinen einzelnen Namen. Wir sind im O-Saft-Ozean. Oh, oh. Das tut mir leid. Das kam von Herzen. So. Oh, was ist denn das gewesen? Oh, na toll. Gut. Und hier oben ist eine Tür. Da müssen wir rein. Wow. Knapper ging es auch nicht. So, dann gehen wir hier durch. Und da gibt es nur so einen komischen, was auch immer das ist. Wow. Warum kommen die immer so aus der Gegend geschossen? Oh, orange, eine Warte. Und Granaten.
orangene Wattels, wollte ich sagen. Wattel-Dies. Nee, Wattel-Dus. Wattel-Dus? Wattel-Dies. Nee, ich weiß es nicht mehr. Warte mal. Wattel-Dies sind die Kleinen. Genau. Also, ich meine, die mit zwei Augen. So. Und was bringt uns das hier? Ich gehe mal rein. Oh, das ist, glaube ich, gut gewesen. Ja, perfekt. Das ist richtig gut gewesen. So, per. So, was haben wir hier? Minispiel-Bomblett? Nee. Oh, eine Arena. Dafür werde ich aber wahrscheinlich dann doch das Rad nochmal nehmen. Um zu gucken, was das für ein ist. Achso, ich muss hier runter. Oh, ein Sprung. Danke sehr. Den mag ich nämlich doch sehr gern. So. Ah, blau. Oh, sind die süß. Ach, ich dachte, der wäre noch tief hoch genug, dass ich durchlaufen kann. Der ist aber hoch genug. Wow! Das war die falsche Reaktion von mir. Ich merke schon. Okay, jetzt muss ich mich nur zusammenreißen. Ja, natürlich. Jetzt hat es den weggetroffen, oder was? Ach, dumm. Ich wollte doch diese Tomate. So, was haben wir hier? Noch ein paar, noch ein Skippel. Oh, Ramsen. Und eine Granate und Wattel-Dies. Und da möchte ich, glaube ich, rein. So, dann hätten wir das jetzt auch geschafft. Oh, das war, glaube ich, jetzt gut. Na komm, Jo, so hoch, hoch. Ja, gut, ein Leben. Yeah. Okay. Ach so, ja, ich wollte noch was sagen. So, normal, einfach. Und zwar, einmal Entschuldigung, dass der Upload-Plan jetzt so unregelmäßig ist, aber irgendwie, es geht irgendwie nicht anders, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat mein PC was gegen mich und ich kann einfach nur das hochladen, was gerade mit aufnehmen irgendwie ging. So, und zum Zweiten, wer einen 3DS besitzt, der sollte jetzt unbedingt Dings machen hier, diese Spiele runterladen vom Botschafterprogramm, weil das kann man nämlich seit gestern, also zumindest habe ich gestern auch erfahren, dass man das schon kann. Und das würde ich mir nicht entgehen lassen, weil, also es ist Legend of Zelda halt drin, also halt NES-Teil, ne? Dann der zweite Teil, dieses, ich weiß nicht, wie es heißt, Adventure of Link oder sowas. Autsch, au, hör auf, böses Löwi. Und hier Super Mario Bros. Und so ein Kram und also halt die ganzen alten Klassiker und dann noch die ganz kleinen Sachen wie hier Balloon Fight und Ice Climbers und sowas, also halt die nicht so viel, ich sag jetzt mal, Story haben. Oh, grüne Wattels. Cool. Ah, das bringt alles nichts. Ah, lass mich doch mal drüber. Na, das bringt mir auch nichts. Ja, also auf jeden Fall nicht verpassen und mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es die unendlich lange geben wird. Ich wage es eher zu bezweifeln. Oh, ich glaube, das hier brauche ich und die Welt habe ich nicht gemocht, weil hier war was Dummes. Hey, ich will das gar nicht. So. Einmal durch. Einmal durch. Halt, da muss ich jetzt warten. Einmal durch. So, und jetzt haben wir so einen Hammer. Gut. Ich hätte jetzt geschrieben, wenn ich aus Versehen den anderen Stern mit eingesaugt hätte. So, gehen wir mal hier durch. Hier bekommt nämlich ein ganz super geheimer Plan jetzt zutage. Und zwar. Einfach machen wir den kaputt und holen uns das. Und zwar. Wasser. Da das jetzt nicht so viel bringt, können wir aber trotzdem noch hier in das Loch reingehen. Da soll man mal drauf kommen, dass das funktioniert. Ah, los, mach auf. Gut. So, wo ging es denn hier lang? War das hier der richtige Weg? Oh. Ah, Mist, ich glaube, den Laser brauche ich dann nochmal. Okay, dann muss ich das jetzt so machen. Lass das raus. Geh rein. Ah, und muss hier nochmal hoch und den schlucken. Ah, danke sehr. So, den Laser habe ich jetzt. So, und dann müsste ich hier eigentlich den Laser auch benutzen. Erstmal verstecke ich mich vom Glückziffer. Danke. Und zwar. Genau. Ha! Ich kann es also noch. Ich habe an der Stelle früher so lang gesessen, ich habe das nicht gerallt, weil ich habe auch gedacht, ich brauche den Glutziffer, aber damit ist man einfach zu langsam. Oder aber es ging, glaube ich, gar nicht. Wow. Ach so, doch, das kann man ja machen. Klack. Klack. Wow. Oh, du blöder Glutziffer. Gut. So, wir können jetzt eigentlich eh problemlos einfach weiterlaufen, weil wir haben ja nun schon den Schalter gefunden. Mehr kann ja nicht mehr zu finden sein hier. Oh, Ramsen. Ramsen, Ramsen, Ramsen. Oh, Ramsen. Oh, es ist abgehauen. Toll. Nicht mehr besiegen kann man die. Ah, so. Oh, da möchte ich hin. Auf den kleinen, wie heißt das, Krähennest? Auf das kleine Krähennest, genau. Na? Oh, wie sehen die denn aus? Ah, so gegrillt. Wie die Dinger einfach mal von überall runterfallen einfach. Das ist echt uncool. Die Scarfies sind in diesem Teil schlimmer als im letzten. Definitiv. Oh, schon wieder keine Eins. Was mache ich denn? Ich sollte nie mehr früh um 9
ein LP aufnehmen. Ich bin viel zu taumelig noch. Das geht so nicht. So geht das nicht. Das klappt nicht so. Hier renne ich einfach mal durch. Was ist denn hier? Das sieht schon wieder so verdächtig aus. Vor allem, ich habe das früher schon mal gespielt. Ich weiß trotzdem nicht mehr genau, was wo war. Da ist auf jeden Fall eine Tür. Ich gehe mal rein. Okay, warte mal. Ich glaube, den könnte ich gebrauchen. Aber warum? Ich gehe mal hier durch. Da an. Ah, jetzt ist das Leben runtergefallen. Stimmt, das war dumm. Warte mal, jetzt brauche ich erst... Ja, geh mal weg. Ja, danke, gut, dass er nicht weggegangen ist, war sehr nett von ihm. Jetzt brauche ich einmal das und einmal das. So, warte mal, wo musste ich denn... Ach, hier sind drei Leben. Die werde ich mir jetzt mal zu Gemüte führen. Den spuck ich wieder. Vor allem, wie schnell die hier respawnen. Das ist ja übelst krass. Zwei, drei. Wo war denn das andere noch? Da war noch mal sowas, wo ich was machen musste. Wo war denn das? Komme ich jetzt hier eigentlich noch an das Leben? Warte mal, den dekorieren wir mal. Ah ja, danke sehr. Gut, dann hätten wir jetzt 10 Leben, obwohl ich vorhin jeden Sprung versemmelt habe, habe ich jetzt schon wieder viel zu viele. Das ist echt gut. Ja, das war klar, dass das passiert. Hier war die Stelle, die ich am Anfang schon mal vermutet hatte. Und zwar hier unten in der Tür drin. Die man super gut sehen kann. Ja, ja. Und hier ist jetzt ein Race. Aber das will ich eigentlich auch nicht machen. So. Aber vor allem warum auch. Ich habe eh so viele Leben jetzt. Und das Spiel ist ja jetzt nicht so gebaut, dass es unmöglich ist, das zu schaffen. Irgendwie. Ohne 100 Leben. Ah, das ist zu riskant. Ach, da gehe ich sowieso nicht hin. Ah, das ist süß. Warte mal, gib mir mal deinen Schirm. Oh, ich wollte dich nicht ganz essen, da macht nichts. Ja, stimmt, hier brauchte ich das. Aha. Hier ist es doch vonnöten. Klack. Und durch. Sehr schön, sehr schön. Oh, was war denn hier? Brauchte ich hier nicht noch einen Hammer? Oder verwechsel ich das gerade mit einer anderen... Oh. Ich scheine es zu verwechseln. Hier scheint, brauchte ich wohl keinen Hammer zu haben. Oh, jetzt habe ich es wieder geschafft. Super, super gut, super gut. Kim, ich glaube, meine Uhr geht irgendwie falsch. Laut meiner Uhr spielen wir jetzt schon seit 18 Minuten. Aber wenn ich in 18 Minuten nur drei Welten schaffe, vier Welten meine ich, dann ist das echt schlecht. Oh, ich wollte... Das bin noch im Wasser, wie dumm. Gib mal her. Frost. Ah, das war dumm, dass ich das gemacht habe. Okay, dann gib mir mal jetzt Eis. Oder wie hieß ja Eis? Ah, das gibt's doch nicht. Wie dumm stelle ich mich denn jetzt gerade an? Dabei mag ich Eiswelten doch eigentlich. Ah, Stacheln, Stacheln. Die sind so toll. Sind die sogar laserresistent? Hm, na gut, so auf jeden Fall. So war das nicht gemeint. Klack, klack. Haha, ich mag die. Die sind so geil. Das wird nichts. Ja, das habe ich mir gedacht. Nein! Danke. Den gleichen Weg nochmal, schön. So, jetzt aber mal gucken. Ah, toll, der hat in den Boden geschossen. Dann kann ich auch nicht sehen, ob das was wird. So, ein Apfeltänzer. Jetzt aber. Zeig mir mal, ob das geht. Geil, der schießt sogar durch mich durch, aber es hat nichts gebracht. Bam! So. Pushen wir mal. Oh, langsam hier durch. Ah, die sind alle nicht wasserresistent. Das ist natürlich super. Okay, gut. Es ging doch leichter als erwartet. So. Wo sind wir denn hier? Das sieht so... Das sieht aus wie bei Amazing Mirror Welt 9. Die war auch so ähnlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie sie auch von allen Seiten gleichzeitig gekommen wären. Hätte ich die Stacheln jetzt nicht gehabt, hätten die mich wieder so böse getroffen. Blöde Monster. Ach, Wahnsinn. So, wo ist denn hier ein Glitzerfeuer? Hier muss doch einer sein. Ist hier unten was? Ach so, ja, na, irgendwo muss die Rakete ja auch starten. Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Ich bräuchte wahrscheinlich den Laser, hä? Huh? Kann ich das auch mit dir anzünden? Nee, wow. Aber womit denn dann? Boah, wie schnell die schießen können. Achso, hier ist ein Glitzerfeuer. Wow. Blöde Ramsen, blöde Ramsen, blöde Gegner im Allgemeinen. Was ist denn das? Nein, nein. Ja, gut, Feuer krieg ich ja noch. So, und jetzt hier schnell hochzugehen, wird bestimmt lustig. Boah. Runter, runter, runter. Mir ist egal, welche Fähigkeit ich habe. Oh. Boah, wie übel das gerade war. Und das nur für diesen Schalter. Na gut, aber wir wollen ja auch 100%. Insofern muss das sein. Boah, das war ja wahnsinnig gerade. Was zur... Oh! Ja, ich gehe einfach aus der Welt raus.
Das war die Welt der schnellen Gegner. Und vor allem der blauen Ramsen, die einen einfach mal einkesseln. Solche Säcke. Okay, 13 Leben schon wieder, Wahnsinn. Bling. Danke sehr. Hätten wir das auch geschafft. Und sobald man den Schalter hat, weiß man ja eh, dass man alles hat. Das ist echt praktisch. Wow. Wow. Och man. Oh, goldene Britzel. Wie geil ist das denn? Oh, und Pingi. Oder wie hießen die gleich nochmal? Warte mal, hier muss doch noch was sein. Ja, es war fast klar. Oh, shit. Warte mal, was brauche ich denn hier für eine Fähigkeit? Ich bräuchte wahrscheinlich... Ja, die beiden bringen mir nichts. Die bringen mir alle nichts. Au. Nee, damit... Hier komme ich mit gar keiner Fähigkeit mehr durch. Zumindest keiner, die mir jetzt bekannt wäre. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, nein. Ja. Gut, hätten wir das auch geklärt. Oh, blöder Waddel. Das gibt's doch nicht. So, ich nehme mal den... Ich habe eine Idee. Kriege ich jetzt vielleicht einen Hammer? Das geht auch. Ah, das war jetzt übelst geil. Okay, so, dann rauschen wir mal da durch und gehen rein. Cool, das hat sich ja mal gerade extrem gut für uns ergeben, sag ich mal. Geile Sache. Oh, Wahnsinn. Cool. Das war schön. Das könnte immer so sein. Und jetzt gehen wir einfach mal hier rein. Oh! Und werden von dem UFO gerammt. Oh, 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 oh. Nein. Oh, was sind denn das für schnelle Gegner? Ah! Nein, 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 nein. Oh. Danke. Oh, meine Güte. Ich gehe jetzt hier oben lang. Wenn ich hier irgendwo getroffen werde, kann ich wenigstens nochmal landen. Oh. Gott. Nein. Ich bewege mich jetzt nur noch so vorwärts. Alles andere kann ich mir nicht erlauben. Okay, hier ist nichts. Boah. Gegner, die so schnell sind, sind nicht nett. Ich gehe unten rum. Oh, toll. Das war vielleicht keine gute Idee. Ja, macht mal irgendwas. Oh. Haut euch mal nach da. Der erste ist tot. Und der zweite kriegt einen Star. Ach, ich behalte das UFO. Ach, ich behalte es auf jeden Fall. Man kann es ja unter Wasser auch benutzen. Ja, und jetzt sind die Gegner alle fast starr oder bewegen sich gar nicht mehr. Toll. Gut. Ah. Auslassen. Danke. Oh, das habe ich schon fast verdrängt, dass es sowas gibt. Ja. Ja. Machen wir noch mehr. Oh. Okay, ich glaube, der beste Weg gegen die ist, den Laser voll aufgeladen auf die zu schießen. Weil die sind scheinbar... brauchen zwei Treffer beim UFO. Wie uncool ist das denn? Einmal so, einmal so. Obwohl man sich natürlich mit dem UFO auch gut verstecken kann. Oh, die schießen natürlich auch aus der Deckung raus. Also aus der Wand, meine ich. Das ist sehr, sehr blöd. Und das noch einmal. Ja, das trifft mich eh nicht. Bonk. Bonk. War's das? Ja, oh, Wahnsinn. Das war nicht schön. Ah, toll, aber ich glaube, meine UFO-Fähigkeit verliere ich ja trotzdem am Ende vom Level jetzt hier. Das ist blöd. Und? Verliere ich die? Ja, ich glaube, ich habe sie verloren, ja. Okay, dann hole ich mir jetzt nochmal kurz das Rad. Ich weiß nicht, was das bringt, aber... Es ist besser, als keine Fähigkeit zu haben. Im Notfall kann ich immerhin noch einmal einen Stern schießen. Das ist besser als nichts. So. Und dann mal hier rüber, rüber und hier hoch. So, da sind wir schon. Was gibt's denn hier für ein Oh. Bam! Yeah! Ich hasse diesen Kampf, der war nämlich schon immer sehr uncool. Ah, nein, 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 nein. Gut. Ich hab dich erwischt. Oh, cool, wir haben Meta Knight besiegt. Das ist sehr fix gegangen. Aber das ich mag, ich hab. Früher bin ich hier sehr oft gestorben. Ich fand den Kampf sehr schwer. Also, jetzt ging's irgendwie, aber man ist ja nie. So, Aurora Allee. Die ist toll. Bam, 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 bam. Chuck. Ha. Ah, Aurora Allee, das ist schon die letzte Welt, Leute. Wie fix das ging. Das ist so krass. Ich werde jetzt einfach mal hier nur drei Welten machen, damit der Part nicht zu lang wird. Oh. Also so drei Welten, um zu zeigen, wie das so aussehen kann hier. Und dann... Ja, also dann sonst ist der Part ja schon vorbei und das spielt ganze LP auch. Das wäre doof. Hey, den machen wir auch noch weg. Gut. Den auch, den auch, den auch. Das brauchen wir alles nicht. Tada. Danke sehr. So. Ah, warte mal, was brauchte ich denn hier für eine Fähigkeit?
glaube, ich brauchte dich, glaube ich. Aber ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Wir werden es ja sehen. So, tschak, tschak. Auf jeden Fall hole ich mir erstmal das. Es gab danach diese Blöcke, die man auch da unten sieht. Und wie es aussieht, kann ich die schon mal mit dem Strom prima kaputt machen. Das ist nämlich das, was ich machen muss. Wie war denn das? Wie ging denn das? Hier hinten war das. Da habe ich mich früher total blöd und schwer angestellt. Weil ich dachte, man kriegt die nur mit Feuer weg oder so. So, machen wir die mal alle kaputt. Achso, nee, das Problem war das. Genau, jetzt kommt langsam das Problem zurück. Wie kriege ich denn das? Ach so, ja, ich brauche mal kurz den Feuerball noch. Kommt der auch mal hier rum? Ja. Danke sehr. Gut. Dann hätten wir das jetzt gelöst. Und dann müsste der Schalter sein. Ja, wunderbar. Okay, hier haben wir Bomblett. Schön. So, kein Museum für uns gewesen, leider. Und jetzt... Boah, Mann. Ich das hasse, wenn Gegner so kurz vor mir einschlagen. Und da ist es ja wirklich richtig wirklich gemeint mit einschlagen. Ich spring einfach mal hier drüber, weil ich es kann. Und durch. Ah, da war die Welt auch schon vorbei. Ach, die sind so kurz. Das ist unglaublich. Klack, 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 klack. Zack. Gut. Wieder eine Welt geschafft. Boah, das geht so fix. Wir sind fast durch mit dem Spiel. Das ist ja krank. Wie vierte Part ist das jetzt? Der fünfte? Der vierte? Ich weiß es nicht. Es ging übelst fix. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Bosskämpfe. Oh, super. Ich stehe mich schon so... Was mache ich denn? Nein. Oh, gut, okay. Wir spucken das jetzt einfach gegen den und freuen uns. Bums. Hey. 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 So. Schieß uns nochmal eine Bombe entgegen, bitte. Danke sehr. Und dann noch einmal, bitte. Ja. Ja, 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 ja. Danke sehr. So, dann brauchen wir den. Dann haben wir ja zumindest schon mal... kein Inferno mehr. Das war blöd. Damit hätte ich mir den nächsten Kampf so leicht machen können. Ah, was soll's. Achso, hier gibt er uns noch keine Noten. Erst wenn er... Jetzt gibt er uns Noten. Ah, gut, das hat wieder nicht geklappt. Auf jeden Fall werde ich diese Fähigkeit jetzt nicht sinnlos verbraten, indem ich einfach da reinspringe und sie zerhauen werde. Danke. Und noch eine Note, bitte. Na los. Ah, klingel doch. Wie heißt der überhaupt? Weil von dem weiß ich den Namen echt nicht. Und es wäre viel cooler gewesen, wenn der auch noch in Amazing Mirror gewesen wäre. Ah, vielleicht war der zu stark von der Fähigkeit her, obwohl das ja eigentlich total Wurst ist. So, Popstar. Danke sehr. So, der Bossturm ist nämlich ganz schön lang. Bam, bam. 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 Und damit haben wir die Eisfähigkeit. Ja, Frost hieß es hier, genau. So, der Kampf war ja ziemlich leicht. Der Kampf mit der Uhr hätte auch viel leichter sein können, hätte ich das mit dem Inferno nicht verbockt. Okay, und den letzten machen wir eine gefrorene Kokosnuss für ihn. Ins Gesicht. Okay, ich spring mal durch. Danke sehr. Und dann nehmen wir uns den Hammer. So lange warten dürfen wir bei denen auch nicht. Die explodieren nämlich auch einfach mal von alleine. Kann man ja mal... Oh nein. Ah. Hässlich. Nein, hässlich. Hässlich. Mach das doch nicht mit mir. Oh, scheiße. Das war blöd. Ich wollte den eigentlich noch einmal benutzen. Komm, mach was Apfelmäßiges. Nein, nicht doch so. Doch nicht so. Süß. So, jetzt macht er bitte nochmal einen Apfel. Ja, danke. Oh, gut. Dann haben wir jetzt wenigstens die Wurffähigkeit. Ich mag die Fanfans nicht. Ich weiß nicht, ob diese Rolling Turtle damals genauso schlimm war, aber ich kann es mir vorstellen. So, die finde ich wiederum extrem toll. Also das ist mein Lieblings-Zwischenboss, sage ich jetzt mal so. Mein Lieblings-Sidekick-Monster von den Bossen. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich einfach Käfer mag, aber an sich finde ich auch die Bewegungen cool und dass der solche kleinen Viecher beschwören kann. Das ist ziemlich schick. Na los. Na los, danke. Es dauert noch ein bisschen länger mit der Fähigkeit. Hat er jetzt drei beschwören wollen? Oh ja, und er kann fliegen. Aber das hat sich jetzt irgendwie nicht so sehr gelohnt von ihm. Was soll's. Auf jeden Fall kann er auch in der Luft so zur Seite düsen, glaube ich noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt kann er gar nicht mehr düsen. So. Om nom nom. Knockout. Yeah. So. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt effektiv im nächsten Kampf nutzen kann. Das wird schwer. Das wird extrem schwer. Ja,
Ja, lass mich in Ruhe. Mach mal so einen Stern. Spring mal hoch und mach mal so einen Stern. Oh Gott, das wird unmöglich mit der Fähigkeit. Tut mir leid, ich muss dich mal so bespucken. Ja, wenn er einen da mit der Kralle erwischt, dann beißt er einen ganz böse. Das ist nicht so nett. Und ran. Schön. Okay, also wenn man die Fähigkeit nicht benutzen will, die man im letzten Raum kriegt, ist der Kampf schon mal bedeutend leichter. Na hier, mach mal. Nein! Boah! Hä, hat er mir gerade keinen Schaden zugefügt? Oder habe ich das verpasst? Was machst du denn? Mach das doch mal. Oh shit. Oh shit. Das ist nicht so gut. Nein, ich will nicht nochmal von vorne mit dem blöden Turm anfangen. Nein! Oh, da springt er nochmal zurück. Blöd. Ach so, wir fangen gleich hier an. Na, dann ist das ja cool. Oh, na, dann macht das ja gar nichts. In den 13 Leben, wenn wir da weitermachen können, ist das ja ein Witz. Das sind ja Peanuts, sind das ja. Erdnüsse, habt ihr das gehört? Kleine Erdnüsse, die brennen und böse sind. Ja, los, mach hier Stern. Danke. Klack. So. Zwei Treffer gemacht, zwei Treffer zu tun. Wow, hau mich ja nicht. Ich habe zwar sonst nichts gegen Löwen, aber der ist böse zu mir. Der ist gemein. So. Zack. Und noch ein Treffer. Los. Nein. Geh weg. Oh, Mann. Und durch. So, und das war's gewesen. Oh, wie er guckt. So. Gehen wir mal. Oh, das war's auch. Okay, gut. Wunderbar. So, dann ist hier oben ein Warpstern, ja. Und dann fliegen wir einfach mal weiter. Nachdem wir diesen unglaublich riesigen Turm einfach abgeschlossen haben. An dem wir hätten auch einfach außen lang fliegen können. Aber nein, das ging natürlich nicht. So. Tomate, die wir nicht mehr brauchen. Oh, und das Ziel. Gut. Das hat sich natürlich gelohnt. Und noch ein Leben. Gut, damit gleicht sich das aus, was wir verloren haben. Immerhin. Oh, Wahnsinn. Nach meiner Uhr haben wir schon 33 Minuten aufgenommen. Da kann was nicht ganz stimmen. So, Welt 3, das ist jetzt die letzte, die ich machen werde. Ich dachte, glaube hier waren... Ach, ich will einfach nur die Fähigkeit nochmal zeigen, weil Schlaf ist einfach übelst cool. Das ist so niedlich. Im Squeak Squad bringt das sogar was. Ich glaube, man kann sich damit heilen. Aber nur, wenn man irgendeine Bedingung erfüllt hat. Aber ich glaube, man konnte sich tatsächlich mit dieser Fähigkeit heilen. Die war ja sonst immer extrem sinnlos. Quasi die Nieten unter den Fähigkeiten. Die Niete unter den Fähigkeiten. Ramsen. Oh! Wie sie gleich als erstes auf mich zugeflogen sind. Von links und von rechts. Es ist so dreist. Ja, toll. Fähigkeit ist auch weg. Danke, Ramse. Oh, dumme Viecher. Mann, was ist denn das für eine Welt? Oh, da komme ich natürlich nicht mehr durch. Oh. Ramsen sind eine Achse des Bösen. Oh nein. So, okay, ich habe es aber geschafft, wenigstens lebend bei der Tür anzukommen. Ich hätte vielleicht den Gegner vorher... Ja, einfach durchrennen. Ich glaube, da kann man nicht mal runterfallen, wenn man rennt. Machen wir einfach alles kaputt und laufen durch. Oh, man kann doch schneller schwimmen. Das ist natürlich cool. So, Leben ist meins. Ah. Ah. Da hätte ich früher schalten müssen. Aber wir haben das Leben, was wir eigentlich wollten. Der Rest ist ja total egal. Jetzt haben wir die Welt zu schnell abgeschlossen. Mann, das ist doch blöd. Mache ich jetzt noch eine? Welt 4. Ach na, Welt 4 wird schon noch gehen. Ich will das LP jetzt nicht schon beenden. Das wäre echt blöd. Aber ich möchte doch noch irgendwie was zeigen. Und ich zeige einfach die Welt. Die ist schön. Boah, was ist denn das? Bin ich froh, dass ich die Ballfähigkeit habe. Alles voller Monster hier. Boah. Moment, ich muss die erstmal kaputten. Oh, Wahnsinn. Was hier abgeht. An Gegnern. Oh. Boah, geht doch bitte da rechts durch. Ich mach die Fähigkeit aus. So, jetzt komme ich auf jeden Fall da hoch. Oh. Bonk. Okay, erfolgreich getroffen. Und, oh. Bonk. Gut. Puh. Nein, ein Ramsenzimmer. Boah, wollen die mich umbringen? Oh, ich komme ja gar nicht durch. Okay. Okay, so. Erwischt. Wie ich Ramsen hasse. Ich glaube, ich habe den schwersten Raum gerade überstanden. Boah. Was ist das denn? Kirby, bitte stell dich nicht so dumm an und geh nach da rechts. Danke. Hey, jetzt kann ich da nicht mehr durch.
Gut, dann eben nicht. Dann warte ich jetzt auf den Moment. So, jetzt gehe ich mir einfach nach dort. Das muss ja auch einfach gehen. Und spring drüber. Ja gut, okay, das ging auch. So, da komme ich nicht anders vorbei. Da komme ich auch nicht anders vorbei. Oh, das war schlecht. Das war echt schlecht. Den nehme ich mit. Danke sehr. Ah. Ah, das war so dumm. Ich wollte vor allem durchrutschen und habe Feuer gespuckt. Blöd. So, was brauche ich hier für eine Fähigkeit, die ich jetzt schon nicht mehr habe? Das war blöd. Oh, Leben. Das ist so super gut erreichbar. Da werde ich gar nicht erst durchgehen. Danke. Irgendwo ist hier auf jeden Fall noch was. Moment. Hä? Oh, ich dachte jetzt schon, da ist noch eine Wand drunter. Gut. Nein. Böse. Böses Küken. Böses, kleines, süßes, rosanes Küken. Böses Küken. So. Was gibt's denn hier? Ach so, das macht die Tür wieder auf. Okay, dann ist es ja eine sehr sinnvolle Welt gewesen. Oh, Wahnsinn. Okay, nur jetzt mache ich aber wirklich nicht noch eine Welt. Zumal ich nur einen Lebenspunkt habe und dann wieder Leben verliere. Obwohl ich jetzt nur mit 2 Leben starte, wenn ich das jetzt ausmache und neu anfange. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier an dieser Stelle in der Aurora-Allee. In Welt 5. Was, glaube ich, schon die drittletzte oder vorletzte Welt sein müsste. Ich glaube, es ist die vorletzte vom Boss zumindest. Also, die Welt, noch eine Welt, Boss. So. Okay. Okay, na, dann würde ich sagen, ich werde, ja, ich weiß nicht, ich habe gar keine Lust, das jetzt schon zu Ende zu machen. Das ist so gemein. Ich werde mich trotzdem drauf freuen, das Spiel dann da zu beenden und so. Ne? Es gibt ja eh noch genug Kirby-Spiele, die ich machen werde. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal im großen Finale. Und bis dahin, euer Elik. Bye.